Als wir uns das erste Mal getroffen haben, da habe ich gedacht, dass ich dich nie mehr wiedersehe. Und jetzt? Sag mal, spinnst du? Na klar spinne ich, sonst würden wir zwei uns nicht so gut verstehen. Endlich bringt mal wieder einer Leben hier in diese verstaubte Bude und jetzt haust du wieder ab, oder was? Danke für die verstaubte Bude. Leonard hat nun mal seinen eigenen Kopf. Da seid ihr euch beide ziemlich ähnlich. Ja, Chicago ist ja nicht aus der Welt. Machen wir kein Drama draus. Das Leben geht weiter. Auf Königsbrunn. Und überall anders auch. Wunderschön. Ein bisschen sentimental vielleicht. Letztens konnte es dir gar nicht sentimental genug sein. Ja, und dann kamst du und hast mich umgestimmt. Wir haben uns doch gar nicht so schlecht gemacht als du, oder? Naja, alles andere als perfekt, aber ganz gut. Mit dir sollte ich eigentlich gar nicht mehr reden. Komm mich doch in Chicago besuchen. Das wird dir bestimmt gefallen. Na, da reden wir noch mal drüber. Pass auf dich auf, hm? Und du denk mal ein bisschen an Spaß. Falls es eine Hochzeit gibt, lass es mich wissen. Natürlich, war meine Freunde. Wir sehen uns wieder. Mhm. Pass gut auf sie auf. Warum gelingt es mir nie, dich zu halten? Du weißt, ich würde alles dafür tun. Und du weißt, ich brauche meine Freiheit. Lass es dir gut gehen. Danke. Graf Lahnstein, ich bin untröstlich, aber... Ja, einen Moment bitte. Es ist mir äußerst unangenehm, aber der Anruf scheint dringend. Der gibt es schon her. Von Lahnstein. Nichts über uns, nur die Fakten. Und keine Romane quatschen. Hallo. Ich bin's. Carla. Carla, ist was passiert? Wir wurden entführt. Was? Sie verlangt 10 Millionen Euro. Keine Polizei, wenn Sie Ihre Tochter lebend zurückhaben wollen. Ich melde mich wieder. Hallo? Hallo? Was ist denn passiert? Carla. Danke, David. Ich setze mich vorne. Alles in Ordnung? Ja. Fahren wir. Ach, Ihre Schwester war ja gar nicht da, um Sie zu verabschieden. Das haben wir gestern Abend schon erledigt. Na dann. Leonard! Warte! Cecile, mach es nicht noch schlimmer, als es sowieso schon ist. Es ist so schrecklich. Du übertreibst. Carla ist entführt worden. Was? Das darf auf keinen Fall nach draußen dringen. Ihr müsst mir das versprechen. Wäre es nicht vernünftiger, die Polizei einzuschalten? Nein. Mach doch nicht die Bullen, wir nehmen das selbst in die Hand. Wir werden nichts tun, was Carlas Leben in Gefahr bringt. Wir zahlen und basta. Wir müssen vor allem einen klaren Kopf bewahren. Gib mir ein paar Stunden, ich habe das Geld zusammen.
gut. Mein Gott, hoffentlich tut sie Carla nichts an. Was hat sie denn genau gesagt? Ja, ihren Namen und wir sind entführt worden und dann hatte ich noch wie im Hintergrund jemand... Moment mal, wir? Ja, das ist wirklich merkwürdig, aber ich bin mir ganz sicher, wir sind entführt worden. Das ist sie, es gibt doch eine weitere Geisel. Ja, oder mehrere. War sie mit irgendjemandem zusammen gestern Abend? Wissen Sie etwas darüber? Ja, ja, so viel wie ich weiß, wollte sie sich gestern Abend noch mit einer guten Bekannten treffen. Stimmt, mit Hanna Nowak. Die beiden waren zum Essen verabredet, glaube ich. Hanna, oh Gott, dann rufe ich Isabel an. Sie wohnt mit ihr zusammen. Das übernehme ich. Okay. Ja, aber diese Isabel darf auf keinen Fall erfahren, was passiert ist. Nein, das wird sie nicht.